Ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon darauf hingewiesen worden, dass Klausnitz und Bautzen kein Einzelfall sind, sondern das ist sächsische Normalität, das ist sächsischer Alltag. Und im Übrigen aber nicht erst seit Pegida und nicht erst seitdem der Mob in Freital in Heidenau auf der Straße ist, sondern das ist sächsische Realität seit 25 Jahren. Und das ist Ergebnis ganz bewusster CDU-Politik auf Landes- und Kommunalebene. Wenn ich mal darauf hinweisen darf, wenn Unverschämtheit hier gesagt wird. 1997 gab es die SSS, Skinheads Sächsische Schweiz. Sie konnte 5 Jahre ihr Unwesen in der Sächsischen Schweiz treiben. Kein Wunder, dass als die NPD 2004 mit 9,2% in den Landtag eingezogen ist, wo ich gedacht habe, das ist ein Alarmsignal, fast genauso stark wie die Sozialdemokraten, dass die in der Sächsischen Schweiz fast 25% geholt haben. Und es wurde immer noch abgetan, es sind Einzelfälle. Sturm 34, 2006, 2007 in Mittweida. Und wer sich vielleicht noch daran erinnert, so lange ist noch nicht her, in Mügeln 2010, als er eine aufgebrachte Mob von 50 Leuten, mehrere Inder durch die Stadt prügelte mit den Skandieren, hier herrscht der nationale Widerstand. Das ist sächsische Realität. Im Übrigen auch der NSU hat in Sachsen Unterschlupf gefunden. Und wenn Sie wissen wollen, wie es auf kommunaler Ebene aussieht, dann schauen Sie sich doch den Landkreis Mittelsachsen an. Dort gibt es einen Landrat, der heißt Matthias Damm. Und Matthias Damm war in den 90er Jahren CDU-Chef in Mittweida. Dort komme auch ich her. Ich war damals Vorsitzender eines Jugendvereins, wir hatten ein Jugendhaus. Natürlich sind wir regelmäßig angegriffen worden von Nazis. Wissen Sie, was die Stadt gemacht hat? Wir haben Bußgeldbescheide bekommen wegen Verunreinigung des öffentlichen Raums, weil die Scherben noch auf der Straße lagen. Selbst nicht bloß wir sind angegriffen worden, die katholische junge Gemeinde ist angegriffen worden. Es gab schwer Verletzte. Wir sind ins Krankenhaus gefahren, haben uns gekümmert und haben Anwälte besorgt. Wir durften nicht einmal den Film Hitlerjunge Salomon in den Schulen vorführen, weil die Schulen keine öffentlichen Aufführungsanstalten wären, wurde uns gesagt. So werden einem Knüppel in den Weg gelegt. Und im Übrigen, Matthias Damm damals war einmal bei uns im Jugendhaus, einmal mit Polizei, als das Jugendhaus dicht gemacht wurde. Die Nazis hat es gefreut. Im Jahr 2007, als der Sturm 34 Mittweida festen Griff hatte, mein Büro, mein Abgeordnetenbüro, mehrmals angegriffen wurde, 5, 6 Mal, haben wir eine Demo organisiert. Der Bürgermeister hatte alle Hände voll damit zu tun, das zu verhindern. Er wollte einen Feuerwehrumzug machen, damit wir nicht durch die Straßen konnten. Er hat versucht, den evangelischen Pfarrer davon abzuhalten, an der Demo teilzunehmen und dort zu sprechen, was natürlich schiefgegangen ist. Er hat sogar die Hochschule einen Tag vorher schließen lassen. Die ausländischen Studierenden sind nach Freiberg geschafft worden, damit ja niemand an der Demo teilnehmen kann. 2000 waren dann da. Auch heute nochmal recht herzlichen Dank für die hohe Demo-Beteiligung. Und jetzt, damals war er Bürgermeister in Mittweida, und jetzt ist Matthias Damm Landrat. Und es passiert das in Klausnitz, und was macht er? Er sagt, der Heimleiter ist versetzt worden zu seinem Schutz, zu seinem Schutz. Und die Polizei ermittelt gegen die Flüchtlinge. Das ist sächsische Realität. Und genau das ist die Politik im Übrigen, die dazu führt, dass der rechte Mob auf der Straße ist, weil er sich im Recht fühlt und nicht bloß im Recht. In Sachsen fühlt er sich in Sicherheit. Das ist das Problem. Und so funktioniert es im Übrigen auch auf Landesebene. Ich hatte es schon gesagt, Demonstranten, die sich in Dresden in den Weg stellen, den Nazis, dem wird nicht Danke gesagt, die werden angeklagt, die werden verfolgt. Das SEK ist mit brachialer Gewalt in Vereinsräume eingebrochen, bei Anwälten in die Büros reingegangen, um Computer und Flugblätter zu beschlagnahmen. Wenn wir wollen, dass sich das ändert. Herr Kollege, kurzer Blick auf die Uhr. Ich schaue. Danke für den Hinweis. Es ist ja angesprochen worden, konsequenter Blick auf die Zivilgesellschaft muss gestärkt werden und wir von Bundesebene können dafür was tun, indem wir die Programme gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit aufstocken und so ausstatten, dass die Zivilgesellschaft damit was anfangen kann. Vielen Dank.